Also der Generalinspektor der Bundeswehr, Carsten Breuer, hat am 17. März erklärt, dass man mittendrin sei, die Bundeswehr kriegstüchtig zu machen und dass die Bundesdeutsche Gesellschaft hinter diesem Vorhaben steht. Mittendrin hat er übrigens falsch geschrieben, könnte man vielleicht noch rückmelden an sein Social-Media-Team. Aber meine eigentliche Frage ist, ob denn der Kanzler und der Verteidigungsminister hinter dieser Einschätzung stehen oder diese teilen, dass tatsächlich die Bundesdeutsche Gesellschaft hinter diesem Vorhaben steht, die Bundeswehr kriegstauglich zu machen. Ich finde das sehr interessant, wenn ich das sagen darf, dass Sie hier zu Rechtschreibungen Bezug nehmen, während wir teilweise uns wiederfinden auf Ihren Kanälen. Da könnte man auch mal darüber sprechen, ob das so die feine englische Art ist, wenn ich mir mal diese persönliche Aussage hier bewerten darf. Was das Thema Kriegstüchtigkeit angeht, hat sich nicht nur der Generalinspekteur dazu eingelassen, sondern auch der Verteidigungsminister. Die Aussagen sind alle öffentlich zugänglich. Darüber haben wir mehrfach hier gesprochen. Dazu habe ich keine Ergänzung. Der Kanzler? Er hat sich dazu auch mehrfach geäußert und da habe ich hier auch keine Ergänzung zu. Habe ich ja trotzdem noch. Meine Frage war allerdings, er hat ja sehr bewusst von kriegstauglich und nicht verteidigungstauglich geschrieben und gesprochen und halt behauptet, die Bundesdeutsche Gesellschaft stehe dahinter. Da würde mich die Datenlage interessieren, auf welcher Grundlage er zu dieser Schlussfolgerung kommt, dass die Bundesdeutsche Gesellschaft hinter diesem Vorhaben der Kriegstauglichkeit steht. Die Aussagen des Generalinspekteurs der Bundeswehr stehen für sich, die habe ich nicht zu kommentieren. Dann bin ich jetzt bei dem Kollegen von Ihnen aus gesehen links außen. Sie müssen mir mit Ihrem Namen helfen. Steffen Wurzel vom Deutschlandfunk. Frage ans Auswärtige Amt. Es geht mir um Hongkong. Gestern ist in Hongkong eine neue Sicherheitsgesetzgebung auf den Weg gebracht worden. Mich interessiert